Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Patch 8.3 Mount und zwar um dieses schicke Alpaka. Und das schimpft sich Molly. Und dass ich euch hier die anderen Alpakas nicht vorenthalte, will ich euch die anderen mal zeigen. Alpaka. Und zwar haben wir insgesamt mit Patch 8.3 ja drei Alpakas. Das eine, um das es heute gehen wird, ist hier Molly. Das kommt, ja, bekommt man aus Vuldun von einem Mob namens Dünenschlinger Kraulok. Das ist der Typ hier hinter uns. Das ist übrigens ein World Boss. Werde gleich noch mehr dazu sagen. Dann haben wir hier das Frühlingsfell-Alpaka. Das können wir uns ja aus Uldum holen, wenn wir quasi einen Alpaka suchen und das dreimal füttern. Und das letzte war ja hier auch aus Vuldum, das schlüpfrige Flinkhuf, wo man dementsprechend ein Kraut bei einem Händler, beim Tortolaner-Händler kaufen muss und dann auch wieder einen Alpaka sucht und das nur einmal füttern muss, um es zu kriegen. Zu den beiden hatte ich jeweils schon ein Video gemacht, also falls euch das näher interessiert, könnt ihr in der Loot-Playlist einfach oder in der Mount-Playlist ein bisschen weiter runter scrollen, da müsste das dann mit drin sein. Heute zu Molly. Dieses droppt hier von dem Boss, und zwar ist der immer da, wenn die World Quest Knochen im Sand ab ist. Die ist immer die komplette Woche da und rotiert aber mit insgesamt sechs anderen World Bossen, und dementsprechend müsst ihr, wenn ihr ihn jetzt umhaut, quasi sechs Wochen warten, wenn ihr mit dem gleichen Schein nochmal umhauen wollt, denn ihr bekommt nur einmal pro Woche den Loot, wie es bei den meisten World Bossen ist. Heißt, es ist ein Weekly, eine Weekly-Geschichte, und dann könnt ihr nicht nächste Woche wieder umhauen, sondern ihr müsst sechs Wochen warten. Und zwar könnt ihr das auch hier gucken. Wir haben hier, das sind die beiden neuen World-Bosse, quasi aus 8.3, dann die beiden sind aus 8.2, dann hast du, glaube ich, hier die beiden von der Warfront, und jetzt hast du die alten, die rotieren, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, da ist auch der Dino hier dabei, und die sind halt quasi im Zandala bzw. Kultiras, und dementsprechend müssen wir halt warten. Heißt für uns aber, wenn wir dieses Mount farmen wollen, dann solltet ihr in der Woche, wo er ab ist, mit allen Chars, die ihr habt, ihn einmal umboxen. Es zählen hier übrigens nur 120er Chars, weil die halt auch leider nur die World Quest haben und dementsprechend auch nur da Loot rausziehen. Ein Kollege hat schon gemeint, er hat das mit dem 110er probiert, mit dem könnt ihr ja auch hierher gehen und ihn umhauen. Habt zwar keine World Quest, aber würde den Loot ja theoretisch trotzdem kriegen. Da gibt es aber nicht mal das Gold, deswegen ist zu vermuten, dass es dann auch kein Mount gibt. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Drop-Chance? Ich kann nur so viel sagen, ich habe das Mount ja jetzt bekommen nach etwa 30 Kills, würde ich sagen. Ich habe da so ein Addon, wo man das sieht. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 23. Und dann habe ich hier unten noch ein paar 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Okay, und ich habe mit meinem anderen Account, glaube ich, auch nochmal 12 Kills. Also sind es 44, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe auf die Schnelle. Doch, hab einige Kills drauf gehabt. 44 müssten es dann insgesamt sein. Ihr wisst ja, ich habe sehr viele Chars. Ich habe über, ich glaube, es sind 86, 87, 120er Chars, die ich mir über die Zeit hochgespielt habe. Und genau für solche Auktionen ist es praktisch, viele Chars zu haben und dementsprechend dann so ein Mount hart farmen zu können im Endeffekt. Eine kleine Randinformation: mit Allianz-Chars könnt ihr hier nicht einfach hinfliegen. Oft habe ich meine Chars einfach nur über Inseln hochgespielt, deswegen muss man dann immer noch diesen Orientierungslauf machen und kann sich dann mit einer Quest auf dem Boot direkt nach Vuldum porten. Müsste zwar hier eigentlich diese Kampagne machen, braucht es aber nicht machen, kann sie aufs Boot porten und direkt hier hinfliegen. Also so habe ich zumindest mit meinen Allianz-Chars gemacht, mit den Horden-Chars bin ich einfach von Dazar'alor hergeflogen. Da kommt man ja direkt hier raus. Falls ihr auch viele Chars habt, die jetzt nichts Großartiges in dem Spiel gemacht haben, sondern nur auf Max-Level über Inseln oder andere Aktivitäten. Korras Rache ist ja auch prädestiniert für, ob wenn ihr das gemacht habt. Genau. Zur Drop-Chance gibt es jetzt auf WoW Head tatsächlich noch keine Daten. Ich habe einige gesehen, die haben gemeint, sie haben so 30 Kills gehabt, dann hatten sie, dann gab es andere, die über 100 Kills haben und das Mount noch nicht haben. Ich schätze, dass das Ding bei 1% etwa liegt. Ich war jetzt oft auch in Schlachtzugsgruppen und habe da keine anderen Drops gesehen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es mehr als 2-3% hat. Ich schätze, es hat 1% oder vielleicht sogar ein bisschen weniger.
Das Problem ist, man ist hier selten in 40-Mann-Gruppen. Der Dino hat nämlich nur 6 Millionen live. Und wenn ihr euch jetzt an den aktuellen Content erinnert, da gibt es manche Rares, die man ja alleine umhaut, die 8 Millionen haben. Also man sieht schon, wie krass eigentlich das Gear nach oben gegangen ist, dass da ein World Boss 6 Millionen live hatte und man den jetzt easy mit einem gut equippten Char Solo umhauen kann. Deswegen ist der auch relativ schnell tot. Wenn ihr dann hier im Tool sucht, was ich euch vielleicht noch empfehlen kann. Also man kann hier unter Schlachtzug suchen und dann hier Welt eingeben, dann hat man hier World Boss und dann kannst du einfach hier Knochen im Sand reinqueuen, dann ist man in der Gruppe für die Dinge und im Englischen müsst ihr halt gucken, ich weiß jetzt nicht genau, wie die da heißt, aber dann fahrt ihr einfach drüber und schaut, wie die World Quest heißt und könnt dann euch auch eine Gruppe suchen. Falls ihr hier mit einem Char dran seid, der schlecht equipped ist und ihr seht, er spawnt relativ schnell, der wurde jetzt eben umgehauen, da ist er schon wieder, 6,5 Millionen Leben hatte, also nicht sonderlich viel. Sollte eigentlich jeder, der gut equipptes Leine schaffen und sonst Gruppen gibt es dann auch spät abends. Ich habe gestern den um 2:30 noch umgehauen, da sind auch noch Gruppen drin gewesen auf dem Samstag, beziehungsweise vom Freitag auf Samstag. Gut, das war's so mit dem Video. Ich denke mal, das sind soweit die Infos, vielleicht die Koordinaten nochmal für die Leute, die jetzt das hier nicht finden. 45, 55 in Voldum. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es vielleicht auch schleunigst rauszieht. Vielleicht kriegt es die Woche noch, sonst, wie gesagt, müsst ihr halt 6 Wochen warten, bis er wieder da ist. Und dann wird es halt ätzend, weil man da eine lange Wartezeit hat. Das waren die Infos. Ich hoffe, euch, dass euch das Lootglück hold ist. Und damit verabschiede ich mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.